Und eine weitere Aufnahmesession an einem Sonntag. Selbstverständlich an einem Sonntag. Als allererstes müssen wir kurz mal ein bisschen das Inventar aufräumen. Das haben wir ja letztes Mal so ein bisschen vollgelassen noch. Ah, da waren ja so ein paar Dinge hier oben noch drin. Die müssen wir uns mal rausholen. Ein Teil davon werden wir auch nochmal wieder benötigen. Aber da gucken wir dann gleich mal. Wir machen erstmal Ordnung. So. Möbel und Objekte habe ich keine dabei. Ich habe hier ein bisschen Öko-Kram. Oh, die ganzen Äpfel. Heute ernähren wir uns mal von Äpfeln, würde ich sagen. So, das kommt hier, das kommt hier, das kommt hier, das kommt hier. Das brauchen wir nämlich alles nochmal irgendwie. Was war das denn hier? Ach man, das waren diese Crossing, von denen ich immer noch nicht weiß, wie sie funktionieren. Die entsorgen wir mal kurz. Ist egal, wir haben so viel. Oh, ich war kurz irritiert. Moment. Crossing. Guck mal, die Hacke liegt da immer noch drin. Ich dachte, die despawnt irgendwann. Na ja, gut. So. Also, Steinzeug. Ja. Tonerde-Kies. Nein. EBBBBBB. Sand und Glas. Sand, ja. Glas, ja. Das hier, die Plättchen, ja. Feuerstein war in der Bergbaukiste, ja. So. Die ganzen Tools alle irgendwie kaputt. Da müssen wir vielleicht mal schauen, ob wir uns dann irgendwie eine neue mal herstellen. Ja, komm, wir machen das mal. So, Bergbau. Eisen, Eisen, Popeisen. Vier gibt es davon. Da machen wir uns nämlich mal ein paar mehr, dass wir wieder ein paar miese Kristalle Vorrat haben. Ja. Dann haben wir hier mal ein bisschen was von. Dann machen wir nämlich hier mal ein bisschen schön. Hier, zack und zack und zack. Fünf reichen natürlich nicht. Das heißt, wir brauchen einen Cobblestone, den wir uns gerade geholt haben. Weggelegt haben, nicht geholt haben. Nur den holen wir uns jetzt wieder. So, zack, 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 zack. 5, 6, 7, 8. So. Zack. Zack. Dann zurück das Ganze hier. So, das kommt hier mal da unten hin. Das kommt hier mal hin. Den schieben wir hier mal eins rüber. Und dann machen wir hier nämlich mal hier so den Kram so. Türkiser Farbstoff, ja, gut, okay. Mal gucken, was wir davon alles noch brauchen. So, wir brauchen erstmal oben Wasserquelle. Ja. Zack, zack, zack. Zack. So. Ich habe ja schon mal irgendwann gesagt, hier mit Shift-Klick Sachen aus dem Crafting-Ergebnis ins Inventar verschieben. Ich bleib dabei, das ging mal. Das ging sowas von mal. Na, mit Eimer und so geht's ja auch. Den kann man da ja auch hin und her schieben, so. Aber aus dem Crafting-Ergebnis. Das ging mal. Das ging mal. Das ging mal. Gut, dann das hier rein und dann haben wir nämlich hier schön ein bisschen davon. Holz haben wir natürlich viel zu wenig. Das heißt, wir müssen uns mal ein bisschen Holz mitnehmen. Ach komm, wir nehmen die Stöcke einfach mal alle mit, das passt schon. Und dann gehen wir mal rüber an den Ort unseres heutigen Wirkens. Geht immer noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das in absehbarer Zeit funktionieren wird. Vielleicht muss ich doch mal manuell da was tweaken. Na, schauen wir mal. So, hier haben wir nämlich unseren guten Ofen. Da haben wir letztes Mal Kunststoff gemacht. Kunststoff werden wir auch weiterhin noch brauchen heute. Na, wir brauchen noch ein paar mehr Röhren. Ups. Zack. Jedes Rohr, das wir kriegen können. Weil, wenn wir eh gerade schon mal dabei sind, so also ein bisschen mit den Röhren rumzubauen und rumzuspielen. Wir haben ja hier im Keller,
Wir haben ja hier unser zukünftiges Großlager, das noch komplett unverkabelt ist. Das heißt, wir müssen heute mal ein bisschen Kabel verlegen und zusätzlich müssen wir, was mir eingefallen ist, wir haben ja so ein bisschen das Problem, wenn die Kisten irgendwann voll sind, dass der Kram dann da nicht wieder irgendwie raus und zurück und wie auch immer kommt. Wir müssen hier auf jeden Fall ein Rohr verlegen und müssen hier hoch. Da kommen wir nicht drum rum. Und hier kann man es nicht verlegen, weil hier die Dinger sind. Außerdem wäre es hier eben ja so doppelt. Das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, wir müssen hier jeden abwechselnd belegen. Ist natürlich auch nicht so geil. Und so geht es ja schon mal gar nicht. Jetzt habe ich natürlich alles ordentlich weggeschmissen, aber wir haben hiervon. Okay. Hier, nochmal hier. So. Das ging doch so, oder? Wir haben ja inzwischen ja ein Craft Guard hier. Schon wieder ist Caps Lock an, meine Güte. War das echt mit Mieselkristallen? Das war doch mal. Nee, oder? Das war doch günstiger letztes Mal. Na gut, ich habe geupdatet, also eventuell hat sich da dann was verändert. Aber gut, dann hilft ja alles nichts, dann müssen wir hiervon mal benutzen. Das ist doch scheiße. Das hat sich doch geändert. Kannst du mir ja nicht erzählen, dass das schon so war. Naja, gut. Brauchen wir ja eigentlich zwei von. Dann haben wir auch nämlich unsere ganzen schönen Mesokristalle, die wir eigentlich gemacht haben, um Werkzeug zu machen, dafür dann jetzt verwendet. Das ist so auch schön. Ich meine, da brauchen wir eh ein paar von. Also von daher müssen wir vielleicht einfach mal einen Schwung Mesokristalle machen. Nur das ist ja auch kein Problem, das geht ja. Aber da gucken wir mal. Erstmal gucken wir jetzt hier unten. Was man da natürlich machen könnte, rein theoretisch, wäre hier. Und dann hast du nämlich hier Ausgänge und das ist aber auch alles irgendwie blöd. Das heißt, eigentlich müssten wir tatsächlich von unten irgendwie an diese Kisten dran, dass wir einfach einen nach oben ziehen und da dann, ja. Na, also. Hallo? Mal Gott sagen. Na, also das wäre halt. Wir machen hier mal eben. Also es müsste ja hier. Was man natürlich auch machen könnte, je Reihe hier oder je Spalte ein Item, dass man eben eine einzige Filterung hier hinten benutzt, aber das ist halt auch irgendwie blöd. Also hier müsste man halt sagen, eben schwarz ist irgendwas und grün ist aus. Ja, oder eben alle anderen sind aus. So quasi. Na, dann sind die zwar verbunden. Wenn man jetzt hier sagt, irgendwie einen Apfel rein oder so, dann geht der in Schwarz rein. Da alle anderen aus sind, hier eben dann auch zwar eine Verbindung ist, aber da nichts reingefiltert wird, könnte man das so natürlich machen. Ist natürlich hier dann eben die Frage, weil hier müsste dann auch ein Filter rein, der dann eben bestimmt, was hier reingeht. Das ist alles nicht so rund. Das ist alles nicht so rund. Alles nicht so rund. Alternativ, was kann man denn da stattdessen machen? Ups. Weil wir brauchen einen kontinuierlichen Fluss von Zeug. Ja, also das geht halt. Zack, zack, zack. Nur, dass es hier hochfließt, dass es hier dann jeweils gefiltert wird und dass es dann aber trotzdem weitergeht und dann im nächsten gefiltert wird. Da kann man natürlich gucken. Kommen wir hier oben eigentlich irgendwo hin? Da ist einfach nur so, ne? Weil da kann man dann nämlich so machen. Zack, zack, zack. Und dann machst du hier nämlich die nächste Filterreihe.
Und dann machst du das unten genauso und oben genauso und dann geht das halt immer hin und her. Es würde natürlich auch funktionieren. Das ist halt dann hier hinten alles irgendwie so ein bisschen offen. Weil, ja. Gerade mal was. Ja, man könnte natürlich auch. Wir machen erstmal hier oben wieder zu. So. Ja, also, ja, wir müssen oben und unten auf jeden Fall rum. Oder wir sagen hier jeweils einen weg. Dann können wir hier nämlich rüber gehen. Aber auch nicht so wirklich, ne? Es wird von hier hochkommen, hier wird hier runtergehen. Also da funktioniert's. Dann müsstest du hier unten durch, hier rum. Also wir kommen um so eine Schlangenlinien-Dings auf jeden Fall nicht drum rum, weil der Filter hier vorne, na, wenn wir jetzt so machen, na, der Filter hier vorne, der weiß ja nicht, ob hier die Kisten voll sind. Ah, das ist halt das Problem. Also wir müssen auf jeden Fall direkt hier an diesen Filter rangehen. Damit, falls er dann voll sein sollte, das Zeug einfach weiterläuft. Ah, das ist halt die Schwierigkeit, die wir haben. Also pro Kiste halt ein Filter. Und dann ja, müssen wir in sauren Apfel beißen und dann halt eben oben und unten jeweils rumgehen. Ja. Da. Runter, da, rauf, da, runter. Kann natürlich gucken, dass man das dann hier auf der anderen Seite macht, ne? Dass man hier dann nicht oben das halbe Mauerwerk, upsa, das halbe Mauerwerk aufreißt. Ja, genau. Sondern dass man dann hier einfach zack, zack, zack. Und dann kommt man hier nämlich rum und dann kommt man hier unten. Ah, ist halt unten das Mauerwerk aufgerissen. So. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ich würde oben, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, würde ich oben halt gerne einfach nur so rumgehen. Oder ich gehe unten rum. Nee, nee, ich gehe oben rum. Oben rum ist okay. So. Du, 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 dumm. Zack, 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 zack. Du, 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 dumm. Zack, zack, zack. Du, 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 dumm. Zack, zack, zack. Kommt hier runter und dann geht das hier rum. Ah, hier ist noch keine Plättchen angebracht. Also, wir verlegen erstmal die günstigen Röhren. So. Und hier unten natürlich genauso. Ja. Zack, zack, zack. Ja. So. Ja. Ja. Und hier natürlich dann auch. Ich überlege gerade, eigentlich könnten wir natürlich auch sagen, dass wir hier zuletzt rangehen, weil wir müssen natürlich einmal komplett rum. Das heißt, hier kommen wir natürlich dann auch irgendwie raus. Hier müssten wir natürlich dann oben rumgehen. Weil unten. Also wir müssten hier eigentlich oben irgendwo ankommen, dass wir runtergehen können und dann. Also eigentlich müsste es genau andersrum sein. Nee. Doch, es müsste hier von unten ankommen, dass es oben weitergehen kann. Okay. Okay, machen wir so. Obwohl. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wenn wir es dann erstmal haben, dann bauen wir es halt einfach komplett und dann ist es gut. Ja. Ich weiß, man könnte wahrscheinlich einiges davon da lassen und offen lassen. Ich mache es trotzdem gerne ordentlich. Das heißt, wir machen hier einmal wieder alles zu. Ja. Zack, 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 so. Und wir machen natürlich auch hier oben einmal wieder alles zu. Upsala.
Hoffen wir mal, dass die Spitzhacke lang genug hält. Weil diese Miese, was wir da benutzen wollten, das haben wir jetzt ja für andere Dinge benutzt. Das heißt, und hier unten wird es dann nämlich. So. Gucken wir mal, was noch eins tiefer. So, erstmal ein bisschen Licht. Und da ist der Weg und da ist nämlich dann hier der. So. Und da kommen wir dann quasi wieder raus. Dann. Die kommt hier hin. Ja. Ah, beziehungsweise da eben mit im Filter. Und das bedeutet, wir können hier eigentlich den Weg wieder zumachen. Ja. So, fällt gar nicht auf, dass da was ist. Aber die Items laufen jetzt unten durch. Und hier kommt Filter, Filter, Filter. Hier kommt der. Upsa, einen zu viel, einen zu viel. So. Das heißt hier und hier und hier und hier, dann geht's hier runter. Da. Und das müsste natürlich alles noch schön verkleidet werden. Auch oben drüber noch alles, ne? Und hier auch noch alles. Wir lassen es erstmal so. Also Filter, Filter, Filter. Dann geht's hier unten weiter. Da. Dann geht's hier hoch. Da. Hier runter. Da. Hier wieder hoch. Runter. Hoch. Runter. So. Und hier oben geht's dann einmal um die Ecke. Und hier geht's wieder runter. Hoch. So. Hier geht's dann unten längs. Hoch. Nee. Hoch. Einmal rüber, runter. Du-du-du-du-dum. So. Na-na-na-na-na-na-na. So. Da-da-da-da-da-da-dam. So, gleich haben wir es geschafft. Und ja, wir müssten hier ja hoch letztendlich. Kommen hier oben runter, dann mal hier. Es passt halt hier nicht genau. Ja, das ist halt das Problem. Andererseits brauchen wir ja auch irgendwo einen Eingang, wo es überhaupt losgeht. Das heißt, wir haben ja irgendwo eine Kiste, wo wir dann einfach Sachen reinschmeißen und es wird dann gefiltert, beziehungsweise haben wir ja dann irgendwo Zugänge. Das heißt, wir kommen hier runter, machen hier dann. Ach ja, hier war eine Höhle, ne? Genau. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Naja. Nämlich hier kommt es runter. Jetzt ist die Spitzhacke gleich tatsächlich hinüber. So. Zack, 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 zack. Und das hier wäre dann so ein bisschen special. So Ramschkistenmäßig oder sowas, ne? Ah, da braucht man nämlich eine One-Way-Tube, die irgendwie von den jeweiligen Eingängen weg zeigt. Naja, gut. Und hier erstmal da. Und hier. Hier. Und dazwischen an den Kisten sind natürlich immer dann diese Filter-Tubes dran, dass dann die Kiste entsprechend weggefiltert werden kann. So. Könnte man eigentlich auch noch eins tiefer gehen, oder? Das, was nicht überall offen haben, sondern. Ja. So.
Ja, dann läuft sie unten längs. Kommt sie hier wieder hoch und dann kann man nämlich hier schön wieder zumachen. Dann ist das alles nicht so extrem offen. So. Das geht runter, das kommt dann, dazu kommt es hier wieder hoch. Könnte man dann natürlich theoretisch auch überall machen. Na? Dass die Dinger dann einfach im Boden verschwinden und dann irgendwo wieder auftauchen. Da reicht dann aber definitiv die Spitzhacke nicht mehr für. Machen uns mal eine aus Stein für das kurze Stück, was wir da gleich brauchen. Das wird schon funktionieren. Dann machen wir das nämlich tatsächlich mal überall. Oben lohnt sich's nicht so wirklich, würde ich sagen. Vor allem weiß ich auch nicht, wie hoch wir da überhaupt noch gehen dürfen. Ah ne, hier war okay. So. Hier. So. Nee. Nee, 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 nee. Genau, da ist sie hinüber. Da. Da. Ist ja doch irgendwie kein Zustand, oder? Mit der Holzhacke, würde ich gerade sagen. Mit der Steinhacke. Naja, gut. Also, Filter kommt runter. So. Nee, hier kommt der Filter runter. So, so. Ich frage mich gerade, warum ich das hier alles jetzt aufgebaut habe. Das ist doch alles irgendwie. Bin ich dumm oder was? So, hier kommt's runter. So. Zack, 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 zack. Dann kommt's hier wieder hoch. So, zack, zack. Dann kommt hier nämlich wieder drüber. Ja, da kommt natürlich der gute Pflasterstein hinein. So. Hier kommt der wieder drauf. Ja. Ja, gut, wie gesagt, also rein theoretisch könnte man das machen, aber ja, wir lassen es mal auf. So, da kommt da runter. Hier kommt da wieder hoch. Oh, Steinhacke ist schon. Ups, Steinhacke ist schon echt langsam, ne? Zack. Hier kommt wieder zu, hier kommt wieder zu. So, dann habe ich hier nämlich schon mal falsch gemacht. So. Hier kommt zu. So, was ist denn hier? Das ist immer drei, wo es drunter ist und einer, wo es nicht drunter ist. So, dann drei, wo es drunter ist. So. Hier kommt dann nämlich runter. Ta-ta-ta-ta-ta. Und hier kommt da wieder hoch. Da-da-da-da-da. So, hier oben. Runter. Genau, hier geht es um die Ecke. Hier geht es um die Ecke. Hier kommt es hoch. Da-da-da-da-dum. Runter. So. Runter. Hoch. Hier oben läuft es rum. Okay. So. Hier oben runter. So. Zack, zack. Ach, hier oben können wir auch gleich mal reinlegen. So. So, Filter, 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 Filter. So, hier rum. Hier rum. Hier runter. Zack. Zack. Zack.
Dann na, hier wieder zumachen schön. Na, hier ist nämlich alles schon ordentlich. Ne? Hier mit dem Plättchen, den müssen wir gleich hinten drüben auch noch verlegen. Aber gucken wir mal. So, hier kommt es hoch. Dann ist hier oben wieder. Ach, 16 haben wir noch, wenn das mal reicht. So, und dann geht es hier wieder runter. Ups. So. Na. So, da rein. So. Da oben geht's rum. Runter. Ah. Reicht nicht, aber wir können es zumindest andeuten. So. Da geht's runter. Da geht's wieder hoch. Und dazwischen müsste es natürlich dann sein. Das heißt, wir haben drei. So. Und können dann hier nämlich schon mal zumachen. Dann schließen wir hier nämlich an, dann schließen wir hier an. Der geht hoch und geht hier wieder runter. Geht, ja, hier muss man halt gucken, wie gesagt. Also irgendwie, es müsste ja hier hochgehen. Und hier wieder runtergehen und wir kommen ja hier oben dann irgendwie da sind. Nee. Wir lassen das hier mal so machen, hier dann so diese Kisten, diese drei Kisten hier als Schrottkisten, wo wir dann einfach so, so den Überschuss dann sammeln. Alles das quasi, was ja nicht gefiltert wurde, landet natürlich dann irgendwann, ne, durch diese Schlängeln und durchgehen durch die Filter natürlich irgendwann hier und geht dann hier in eine von diesen drei Schrottkisten rein. So, das ist doch schon mal schön. Zack, zack und so weiter. Das heißt, wir brauchen jetzt eine ganze Menge an Dingen und Zeug und es wäre ja rein theoretisch die Aufnahme schon wieder vorbei, aber wir haben halt irgendwie noch nichts gerissen heute. Wir machen das mal eben schnell. So, wir haben hier noch trockenes, gestrecktes Pulver und wir brauchen noch eine ganze Menge Eisen. Haben wir doch hier unten bestimmt irgendwo. Da haben wir noch eine hiervon. Kunststoffplatten, die kann man natürlich auch gut gebrauchen gleich. Da können wir auch nochmal gebrauchen. Also die Bezeichnung hier, die stimmt zumindest schon mal. Das ist auch schon mal schön. So. Und dann... Hier. Hier haben wir noch ein bisschen. Dadum, 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 zack. 8 Stück. Das reicht ja gerade nicht für 2 Filter. Das ist doch. Ist doch das war doch definitiv anders vorher. Kannst du mir doch nicht erzählen. Zinn. Papier. Aber kein. Kupfer. Nee, tatsächlich kein einziges wertvolles Eisen mehr. Dann kommen wir ja richtig weit. So, 1. Zwei. Wir kriegen halt wieder nur 8. Das ist halt traurig, aber es ist halt so. 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 Sieben. Und der letzte. So. So. Und
Schon haben wir dann zwei Filter, na immerhin. Das war anders. Ich habe da hier extra hier Kristallfragmente gemacht. Kannst du hier doch keinem. Kann man da eigentlich wieder an. Guck mal. Ja. Naja, fast. So. Ja, guck mal, die restlichen, die machen wir zu Pulver. Dann haben wir mal welches da, falls wir welches brauchen. Das kommt auch wieder rein. Ja gut, bringt nicht viel. So, so rum. So. Und dann machen wir hier nämlich zack, 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 zack. Da gibt es zum Glück immer ein paar mehr draus. Und dann machen wir hier. Völlig überteuert, ey. Völlig überteuert. Nee, die müssen natürlich noch gebrannt werden, ne? Sonst wird das nix. Machen wir drüben. So. Schmeißen wir es hier in den Ofen und lassen es hier brennen. Zack. Da habe ich auch nichts. Nee. Ein bisschen Holzkohle noch rausnehmen. Ist auch Holzkohle, ne? Nee, ist normale Kohle. Rein, rein, rein. So. Die kriegen wir nie leer, die Kiste, glaube ich. Dann hängen wir mal den einen da unten zumindest schon mal hin. So. Und wie gesagt, ne, also schwarz ist das, was rauskommen soll. Und grün ist offen und gelb ist dann natürlich entsprechend zu. Aber da soll halt nichts rauskommen. Die sind egal. Grün ist offen und schwarz ist, was gefiltert werden soll. Das heißt, da kommt dann irgendwas rein. Müssen wir mal gucken, wie wir die Dinger dann beschriften. Wir haben ja Schilder, die wir machen können und schon wieder ist Caps Lock an. Na, wir haben ja hier die guten Schilder. Schwarzer Farb. Ach ja, da war ja was. Ja, kriegen wir hin. Das sollte kein Problem sein. Und dann hängen wir hier nämlich überall schön Schilder hin, was drin ist. Und hinten schmeißen wir dann eben entsprechend rein. Und dann kann man nämlich irgendwo eine Sammelkiste machen, wo dann einfach alles drin ist, was. Oder alles reingeschmissen wird, die kann man ja hier dann irgendwie sogar hinstellen, dass man einfach alles ins Lager reinschmeißt. Und mit der Verkabelung, da müssen wir mal gucken. Also das kriegen wir schon hin. So, jetzt holen wir uns eben noch den gebrannten Mesekram. Ups. Fünf. Na ja, gut, warten wir noch einen kurzen Augenblick. Noch Zeit verdödelt. Na komm. Gib, gib, gib. Gib Kristall, Junge. Gib Kristall. So. Zack, 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 zack. Dann hängen wir die auch nochmal schon mal hin. So. So und so. Ja, gut, eigentlich müsste man natürlich der Ordnung halber von hier unten anfangen. So und so. Und na, dann machen wir hier eben die Verbindung rein. So und so. Und so und so. Und schon haben wir unseren ersten Schwung fast so ein bisschen fertig. Ne?
kommt hier runter, wird entsprechend rausgefiltert und geht hier hoch, wird entsprechend rausgefiltert, kommt runter, geht hoch, kommt runter, geht hoch. Hier können wir auch zumachen, ja, so, zack. Hier können wir auch schon mal zumachen, so. So. So, und dann hier eben rum und hier Schrottkiste, One-Way-Tube und müssen wir nur gucken, wie rum wir das dann laufen lassen. Kannst ja hier dann anfangen lassen. Es wird halt alles erstmal irgendwie so in die Richtung hier laufen und hier dann eben angefangen werden. Hier ist halt quasi unterm Weg der Hauptzugang. Und da kann man dann ja entscheiden, so, One-Way-Tube, das geht nur in die Richtung rum und dann fängt das an zu filtern und irgendwann kommt es dann hier an. Das heißt, hier brauchen wir gar keine Verbindung. Weil, durch die One-Way-Tube, die dann da wäre, würde da ja sowieso, ja, nichts durchgehen. Das heißt, hier beginnt quasi unsere Filterung. So, ne? So. 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 Ja, so ist, guck mal, hier so ist schön. Also hier fängt es an zu filtern, das heißt, von da kommt irgendwo dann. Von hier drüben, von diesem Automatismus Crafting-Dings, was wir ja nochmal bauen wollen irgendwann, kommt es dann hier auch an. Und ja, geht halt alles hier hoch und läuft hier runter und einmal komplett außen rum, wird entsprechend in die Kisten einsortiert, wenn es da eine Kiste für gibt. Und falls nicht, landet es hier an der Schrottkiste. Das klingt doch gut. Das lassen wir hier offen, das lassen wir hier offen. Ja, gut. Also, wie gesagt, so Dinge und Zeug und so haben wir natürlich alles gerade irgendwie nicht. Wir brauchen Eisen ganz viel und wir brauchen Mese ganz viel und wir brauchen von den Tubes auf jeden Fall noch welche. So. Weil wir ja ganz viele Filtertubes noch brauchen. So. Zack. 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 Na, da kriege ich leider keine mehr draus. So, 59. Da kann man ein bisschen was mit anfangen. Das machen wir aber nicht mehr in dieser Aufnahme, sondern das machen wir in der nächsten Aufnahme. Nachdem wir ja, ein bisschen Eisen gesammelt haben. Also wir brauchen definitiv richtig viel Eisen. Weil wir ganz viele von den Formen bauen wollen. Und mit den Formen, da machen wir dann ganz viele Mesekristalle aus dem Pulver, was wir unten im Lager haben. Daraus machen wir ganz viele Filtertubes und die bauen wir dann ein. Und dann ist das gut. Aber vorher müssen wir natürlich eine Höhlentour machen. Wir haben ja noch eine Höhle, die wir ausleuchten können. Da kann man ja die Höhlentour für Eisen mit der Ausleuchtetour so ein bisschen verknüpfen. Und unten da im Höhlenhaus unten. Da haben wir ja letztes Mal, oder ganz zu Anfang der neuen Staffel, haben wir ja angefangen, da mal ein bisschen auszuleuchten. Ich glaube, das machen wir dann nächstes Mal ein bisschen weiter und sammeln bei der Gelegenheit auch gleich mal ein bisschen Eisen mit ein, was wir auf jeden Fall brauchen für dann eben alles Weitere. Weil, naja, die Kristallfragmente oder Kristallsplitter, das funktioniert ja alles nicht mehr. Gut, das wird sich dann aber zeigen. Ich sage auf jeden Fall, jetzt zum langsam werdenden Morgen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme. Haut da rein. Tschö!